ist es dann doch noch ein Vierländer-Stammtisch geworden. Und dann kamen noch welche aus Thüringen dazu und damit haben wir einen Fünfländer-Stammtisch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Mein Name ist Steve und wenn ihr den Kanal abonniert habt, dann wisst ihr das natürlich bereits. Ich melde mich heute von unserer E-Sternfahrt, unserer Fünfländer-Sternfahrt nach Wittenberg. Ich verlinke hier auch nochmal unsere Livestreams, die wir dann gemacht haben. Und wir sind hier in Wittenberg zum Hühnerstall, einer Gaststätte. Der Besitzer hat echt wirklich früh angefangen, hat eine Menge gebaut. Ich will jetzt hier gar nicht das großartig ausbreiten. Ich wollte es erst einfach nur mal zeigen. Man sieht es vielleicht so ein bisschen. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Der hat halt eine Menge Photovoltaik hinten auf den Dächern. Das ist echt imposant. Wo du hinguckst, YouTuber. Wo du hinguckst, nur YouTuber. Immer diese YouTuber, es ist unfassbar. Mach doch nur Bilder für dich, meine Schwester. Jetzt, genau. Jetzt, so. Moment, Leute, haltet da noch einen Moment. Genau. Hi, ich bin Julian von der Elektromobil. Ich kann es gar nicht mehr. Interview. Jetzt geht's genau. Los. Sag mal, Sven. Ich kann immer die Namen auswendig. Ja? So, und das wieder zurück. Und wieder zurück. Ja. Ist die Sonne. Und das streamen wir auf zwei Kanälen gleichzeitig. Mal gucken, wer mehr Zuschauer hat. Ja, das war unsere Fünf-Länder-Sternfahrt nach Lutherstadt-Wittenberg, wo wir uns mit anderen Stammtischen getroffen haben, vernetzt haben, wo wir interessante Vorträge hatten und eine E-Talk-Show. Wir haben das mal alles aufgeteilt in mehrere Videos. Schaut gerne bei uns auf den Kanal, denn macht keinen Sinn, wenn wir ein Video hochladen, was eine Stunde lang ist. So lieber mehrere kleine Videos und ihr könnt selber entscheiden, welches Thema interessiert euch und welches nicht.
Würde uns freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Abonniert den Kanal, dann seid ihr immer informiert, wann wir das nächste Mal eine Veranstaltung unternehmen. In diesem Sinne, ich bin Steve von der Interessengemeinschaft und ich fahre jetzt nach Hannover. Tschö!